So, Entschuldigung, ich hab dir nicht zugehört. Ach ja, ach. Ich muss sie euch unbedingt einmal vorstellen. Vielleicht könnt ihr sie selber sogar kennenlernen. Ey, ihr benötigt doch Vorräte für eure Geschütze, nicht wahr? Immer alles teuer. Nun, ich könnte euch einen Brief aufsetzen und dieser Angroschmina helfen lassen, wann ihr diesen Brief abschickt und wo ihr diese Vorräte entgegennimmt, ist natürlich eure Sache. Ja, sehr gut. Mach das. Wie gesagt, Brandgeschosse, Rotzenkugeln, alles, was du hast. Gib so schnell wie möglich. Habt ihr schon einmal... Ich habe... Mehr! Das ist keine Pinasse! Wenn ich das noch einmal sehe, hole ich dich da runter! Er deutet dabei auf eine der verschiedenen kleinen Balestriner, die neben ihm am Boden liegt. Indira, zeig ihm das mal! Habt ihr schon einmal gedacht, diese Taue mit dünnen Drähten zu verstärken, sie zu verdrehen? Das würde die Zugfestigkeit deutlich erhöhen. Beim Spleißen. Gute Idee. Könnte man machen. Hast du Geld? Nein, aber ich könnte den Draht besorgen. Ja, dann hol. Nicht jetzt, Angoschmin, habe ich gesagt. Ja, los. Weißt du, wie viele Meter wir brauchen? Ich vermute mal, 200 Spannen müssten reichen, oder? 200 Meilen, genau. 200 Meilen Draht. Nun, so viel wird es wahrscheinlich hier nicht sein, aber Wahrscheinlich geht ich... dann das Schiff unter. Nun ja, ich denke, so viel werden wir nicht brauchen. Ihr müsst nur die Drähte ganz dünn machen und wie gesagt, hier, wenn ihr hier mit diesem Draht dieses Seil verbindet, dann, ich zeige es einmal auf, ich male mal rum mal so ein Kohleschiffer und male auf Deck halt irgendwie so eine Zeichnung mit so verdrehten Drähten mit Ja. diesen Tauen halt. Ja, kannst du dann mit dem Kohlestift auf das Deck malen. Währenddessen hast du auch die Aufmerksamkeit von ihm, weil Fusakel hat gerade selber viel zu tun. Er bleibt dann eben auch sitzen, ohne dass er weiter herumfusakelt. Und währenddessen kannst du hören, wie wohl ein entferntes Dröhnen von Schmiedehämmern erklingt und von einer ewigen Esse ohne Boden und mit einer Höllenlohe, als dein Angrimoschwan voll hervortritt. Ja, ich würde da weiterzeichnen und weiterzeichnen und weiterzeichnen, bis ich wahrscheinlich irgendwann die Bordwand erreicht habe. Und würde auch Zeichnungen von irgendwelchen Geschützverbesserungen aufzeichnen, die ich vorher schon gemacht habe, diesen Arvis-Geweihten gezeigt habe. Und ja, wahrscheinlich den ganzen Boden verkrickeln. Ja. Derweil kann Iserun an die verletzte Helena Fackelhand herantreten und sie nickt ihr zu. Helena, wie geht's dir? Den Umständen entsprechend. Ich glaube, jetzt brauche ich einen neuen Spitznamen oder so. Naja, du hieß nicht Fackelhände. Tja. Vielleicht nur noch schwarzer, klumpiger Arm. Ich hoffe, das geht wieder weg. Vielleicht die Zarquellen in Kunchum mal sehen. Die sind auf jeden Fall gut und in Ilsur soll es ja auch heilige Quellen geben. Stimmt. Ich habe gehört, Pargold hat's erwischt. Das ist leider wahr. Er wurde zu schwer verletzt. Boron beschütze. Boron bewahre. Aber gut, dass du da warst. Die Idee mit dem Nihilo Gravo war hervorragend. Sollte man vielleicht auch in der Schwert und Stab lernen. Lehren vor allem damit. So etwas im Krieg? Gute Idee. Bei Geschossen ist das wirklich keine schlechte Sache. Das Problem ist einfach, das so weit auszudehnen. Bei einem Schiff, das auf der Flucht ist, ist das relativ leicht möglich. Aber naja, auf dem Land. Aber hier hat es sicherlich seine Gründe. Ja, ich glaube, das Schicksal möchte mir etwas sagen. Kannst du ein gutes Wort für mich einlegen? Bin mir nicht ganz sicher, wie Magister Vosslarin dazu steht, dass ich auf der Seeadler gedient habe, aber wenn ich jetzt nicht mehr zaubern kann, dann vielleicht noch lehren. Vielleicht in der Theorie? Ich bin mir sicher, dass du auch weiterhin zaubern kannst, aber natürlich, ich lege sehr gerne ein gutes Wort für dich ein. Du bringst, nun ja, eine Expertise mit, die die meisten von uns vermissen, nämlich den Seekampf. Und ich denke, das ist wichtig. Ich werde auf jeden Fall ein gutes Wort für dich einlegen. Will ich hoffen, dass ein Wort der Hofmager Gewicht hat bei ihm. Danke. Da doch nicht für. Ich werde mal kurz rübergehen zu Trismegana. Wenn du noch irgendwas brauchst, dann sag mir Bescheid. Ja, mache ich.
Oh, Zulamin, schön, dass du da bist. Kannst du auch helfen? Hier, mal abbinden, bitte. Starker Druck, das muss zur Kompresse werden. Ich kann es versuchen, aber verlasst euch nicht auf meine Expertise. Wolltags nicht so rumstehen. Hier, stampf mal die Kräuter. Ah, das sind gute Kräuter. Hier, Mörser, Pistill, fang an. Ja, und immer schön vorsichtig und umsichtig. Im Uhrzeigersinn, Wolltags, nicht gegen den Uhrzeigersinn. Was ist denn eine Uhr? Naja, kennt ihr das nicht von der Sonnenuhr? Ah! Die Sonnenuhr dreht sich doch, weil von Ost nach Süden nach im Uhrzeigersinn. Ah, ich verstehe, was ihr meint. Ach, ihr kennt keine Sonne, ne? Weil ihr seid ja aus den Bergen. Das ergibt Sinn. Ja, ich kenne schon das, was ihr Preios mal nennt. Uhrzeigersinn, Boltags. Ah, seht ihr? Uhrzeigersinn. Jetzt dreimal absetzen und einmal kurz atmen. Und Sumu danken. Dankeschön, Sumu, für deine Gaben, dass sie diesen Menschen helfen mögen. Na, und dann noch einmal reinspucken. Und jetzt wieder dreimal im Uhrzeigersinn. Ich konnte mich mal mit einer Frau unterhalten, vor allem in Aranien gibt es da ganz viele von, die spucken da auch immer rein und dann hat das noch eine Mehrwirkung. Ich habe das nie ganz verstanden, aber wenn ich das mache, hilft das nicht. Ja, du bist keine Frau und kein Zwerg. Liegt das daran, dass man eine Frau sein muss? Vielleicht, ich weiß es nicht. Naja, Zulamin, du wolltest eben irgendwas von mir. Ja, ich möchte euch nicht unterbrechen, aber... Zulamin setzt eine strenge Miene auf. Ihr habt nicht getan, was ich euch gesagt habe. Aber dann wird gleich ihre Miene. Dann wird ihre Miene gleich weicher. Musst du Arbeit retten. Ja, und genau dafür wollte ich euch danken. Wir hatten ihn schmerzlich vermisst. Habt Dank, dass ihr ihn gerettet habt. Gerne, aber das ist ja meine Aufgabe. Die Götter haben uns zusammengeführt. Ihr rettet mich und ich rette euch. Ihr wart sehr mutig, in all dem Chaos noch Leuten zu helfen. Aber das ist ja meine Aufgabe als Geweihter. Das ist es. Aber das bedeutet nicht, dass es keine Leistung ist. Okay, danke. Aber jetzt wissen alle an Bord, dass ich hier bin. Ja, das ist nicht ideal. Aber, nun ja, sie sind unsere Freunde und sie werden hoffentlich ihr Bestes tun, euch zu beschützen. Auch wenn je mehr Leute es wissen, desto größer auch immer die Gefahr ist, dass sich eine Nachricht verbreitet. Seht es mal so, es hätte ja auch viel schlimmer kommen können. Die von den anderen Schiffen hätten erfahren können, dass ihr hier auf Bord seid. Ja, das ist richtig. Also, im Anbetracht der Gesamtsituation... War wichtig, dass wir mit dem Ruderboot das geschafft haben, an die Seeadler ranzufahren, sonst hätten sie uns erwischt. Ja, genau. Also entweder getötet oder gefangen genommen, das ist ja beides nicht gut. In der Tat. Deshalb ist alles am Ende doch nochmal ganz glimpflich abgelaufen, nicht wahr? Ja. Oh. Ach, das hätten unsere Götter doch niemals zugelassen. Also, wenn ich die Prophezeiung richtig interpretiert habe, dann ist der Krug der heiligen Lindegard mit mir verknüpft. Dich? Ja. Davon gehen wir aus. Er ist ja ein Mendena. Das heißt, und darum werden wir ihn euch bringen. Genau, das wollte ich gerade sagen. Ihr holt den Krug aus Mendena und bringt ihn mir dann nach Ilso. Gar kein Problem für euch. Das hoffen wir. Gut, dann wisst ihr, was zu tun ist. Ich muss gestehen, ich fühle mich ein wenig besser, seit wir auch noch diesen Grund haben, nach Mendena zu gehen. Zuvor war es ein reines Mordkommando. Natürlich... gegründet. Wir reden immerhin von einem Heptarchen. Aber... Zulamin, du musst das ganz anders sehen. Wir sind mit kamalen Kausalknoten miteinander verbunden. Also ich mit euch und ihr miteinander. Das war von vornherein so prophezeit, dass ihr an Bord seid. Wir wussten es nur noch nicht. Genau, aber die Götter wussten es. Sie schicken uns immer dahin, wo wir sein müssen. Mich nach Ilsur und euch von wo ihr herkamt, nach Kunchum, nach Mendena. Wir waren doch voll Fasar. Nach Fasar, okay. Guck mal, weißt du, wie lange der Weg von Fasar nach Kunchum ist und dann nach Mendena? Das ist ja so ein Zufall. 10 Tage vielleicht. Ja, 10 Tage waren das. Ja, ich meine die Meilen. Man kann ja auch mit dem fliegenden Teppich reisen, dann ist man schneller da.
Oh. Aber die Maya, das ist ein Unterschied. Seid ihr schon mal auf einem Teppich geflogen? Nein, das ist viel zu gefährlich. Ich denke nicht, dass es gefährlich ist, aber sie sind außerordentlich selten. Rafim, bist du schon mal auf einem Teppich geflogen? Was? Du schon mal auf dem Teppich geflogen bist? Aber Abel mir ist auf dem Teppich geflogen. Echt? Ja, schade, also, dass er nicht da ist. Aber jetzt, wenn du ihn fragst, dann erzählt er dir davon lang, breit. Bist du schon mal geflogen? Rakina. Also nicht auf einem Teppich, sondern auf was anderem? Auf dem Gartenzaun. Auf dem Garten? Das klingt aber ausgedacht. Nee, damals mit den Hexen. Wow. Also die Hexen sind mit ihren Besen geflogen. Ich hatte eine Erfindung von Ömer an. War eine Art großer Schirm, den man aufmacht, wenn man zu Boden stürzt. Hat nicht funktioniert. Bin trotzdem zu Boden gefallen. Okay. Das ist ungut. Ja, aber ich hatte noch ein Artefakt dabei. Es war alles in Ordnung. Aber ich kann euch sagen, was eine Aussicht. Also, und der Fall ist auch super, weil man, also das Adrenalin, was man da bekommt. Ihr erlebt so viel. Wenn ich erwachsen bin, möchte ich da auch mal mitkommen. Ja, aber ihr solltet vielleicht keinen Teppich nehmen. Lasst euch lieber von einem Luftelementar tragen. Ach, solange Rafim bei mir ist, kann mir nichts passieren. Rafim ist mein bester Freund. Seht ihr? Solange Rafim bei ihm ist, kann einem auch nichts passieren. Das sage ich ja auch immer. Weil das Problem wird doch sein, dass, Rafim in die Schlacht ziehen wird und er werde nach Ilsur gehen. Aber da passen die anderen ja auf ihn auf, Bolter. Ja, aber das ist nicht 100% sicher. Mit dir. Ja. Aber wir bringen einfach alle anderen um. Ja, das ist richtig. Dann gehen wir nach Ilsur. Oh, dann könnt ihr euch ja auch unserer kleinen Gruppe anschließen, wenn wir auf die Drachenjagd gehen. Wir müssen im Raschulswall noch 3-4 Drachen töten. Ja, ich habe auch schon überlegt. Oh, das wäre... Isarun ist ja gerade nicht hier. Gut, sehr gut. Also, so in 10 Jahren oder 15, wenn wir das machen. Oh. Ne, dann ist die Kleine von Isarun, ja endlich im Drachenjagdalter. Oh, dann nehmen wir die mit. Eine herausragende Idee. Ja. Dann sammeln wir auf dem Weg... greifen uns und Isaruns Kinder ein und dann nehmen wir die zum Drachenjagd mit. Das so mit 15. Ist eine sehr, sehr schöne Idee. Das ist so ein schöner Familienausflug. Ja, so ein kleiner Drachen. Oh. Okay, dann verabreden wir uns in 15 Jahren in Kunchum. Ja, das ist herausragend. Hier, guckt einmal, ich habe noch diese Steintafel. Da könnt ihr euch schon jetzt einprägen, wo welcher Drache ist. Habe ich von guten Freunden aus Fasar. Da war so eine nette junge Zwergin mit ihren Holzschuhen. Ach ja. Die hat mir diese Karte gezeigt. Ja, der kann Isarun an Trismegistus herantreten, die gerade den Balsam beendet hat und wohl einem der schwerverletzten Fälle gerade geholfen hat, damit er oder sie dann noch am Leben bleibt. Isarun. Kann sehen, wie sie wohl Blut aus der Nase kommt und ihre Kräfte restlich erschöpft sind. Was kann ich für euch tun? Lasst mich einmal übernehmen. Setzt euch hin. Ihr habt euch eine Pause verdient. Ich habe gehört, dass sich eventuell die Besetzung der Bordmagier etwas verändern wird. Ja, notgedrungen. Ich habe das schon von Helena gehört, dass sie... Ich kann das verstehen. Der Kampf ist sehr kräftezehrend. Für uns alle. Jetzt wo Pargold... Ich glaube, das war das letzte Fässchen, was das alles zum Überlaufen hat bringen lassen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Nach einer gewissen Weile ist man ausgelaugt. Seid ihr doch auch, oder? Nachdem ihr einen Kampf gegen einen schwarzen Drachen gezogen seid, ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr weiter Lust habt, den Kampf in der blutigen See zu suchen. Oder wenn ihr den Sitz einer Hofmarke angenommen habt. Tatsächlich, nach dieser Schlacht war ich sehr erschöpft und ich war sehr froh, dass die Kaiserin mir diesen Posten angeboten hat. Aber es ist auch immer so, die Götter geben einem nur das, was man verkraften kann und sie schenken einem auch schöne Dinge. Ich habe geheiratet und bin jetzt Mutter einer kleinen Tochter und für die lohnt es sich zu kämpfen, meine Heimat zu befreien. Ich glaube, da tankt man viel Kraft mit einem Mann an der Seite. Mit einem Kind, einer Aufgabe,
Naja, das Leben zu bewahren, anstatt das zu nehmen. Ja, das stimmt schon. Aber ich wollte euch eins anbieten. Und zwar, ich habe ja relativ gute Kontakte in die Weiße Gilde und auch zu anderen Institutionen, zum Beispiel der Rondra-Kirche. Wie wäre es, wenn ihr mir Briefe mit, nun ja, Arbeitspostengesuchen mitgebt? Und ich werde sie an die entsprechenden Tempel und Akademien verteilen, mit Aufrufen an neue Hofmagier oder Borgmagier vielmehr. Vielleicht auch Geweihte. Das würde uns sicherlich sehr helfen, gerade wenn das von euch kommt. Ist mir eigentlich egal, ob weiße oder graue Gilde. Auf die schwarze würde ich ganz gerne verzichten, da ich hier an Bord keine Dämonen brauche. Oder Beherrschungsmagie, Golems, all das. Mag zwar sein, dass sie alle ihren Nutzen haben und gerade im Alemphanischen Imperium wird man eher eine Ulchuchu rufen, als sich auf einen Elementar zu verlassen, aber wir haben uns für die Elementare, naja, wir haben uns auf sie eingelassen und die Kontrolle ist wesentlich einfacher als die von bezwungenen Dämonen. Also weiß oder grau, wir nehmen alles. Verstehe. Wenn ihr die Zeit habt, setzt einfach in den nächsten Tagen Briefe auf und ich werde sie so schnell wie möglich weiterleiten. Danke. Wenn es sonst noch etwas gibt, lasst es mich wissen. Vielleicht möchtet ihr den Nihilo Gravo auch in euren Bordkanon aufnehmen? Ich werde darüber nachdenken. Aber eines würde ich euch noch bitten. Ja, gewiss. Dieses hier. Sie greift an einen verschlagenen, einen umgeschlagenen Stab und lüftet dann einmal, du kannst erkennen, wie es sich dabei wohl um den Magierstab von Pargold handelt. Ulmenhainer, Blutulmer. Mittlerweile ist er wohl durch den Tod von Pargold nicht mal an ihn gebunden, aber entweder ihr gebt ihn an einen eurer Schüler weiter, an einen eurer Eleven, vielleicht an dein eigenes Kind, weiß es nicht. Tu, was du magst, halt ihn in Ehren. Nimm ihn mit an Land. Das werde ich. Ich werde jemanden finden, der ihn zu schätzen weiß. Danke. Blutulmer, selten mittlerweile. Die Kristallkugel darauf funktioniert auch. Man muss sie nur binden, aber gutes Stück. Ziemlich groß. Das stimmt, das ist ein großes Stück. Ich glaube, ich habe schon eine Idee. Es gibt dort einen jungen Magier. Bei dem könnte ich mir das gut vorstellen. Auch Verbindungen zur Hellsichtsmagie. Ja, das könnte vielleicht passen. Ausgezeichnet. Pargold war, bevor er zu Helena nach Garad stieß, vor allem Hellsichts- und Kampfmagier aus Romulus. Naja. Ihr werdet ihn in Ehren halten. Danke. Gerne. Gut. Habt ihr in den nächsten Tagen noch etwas vor, bevor ihr dann an Land gehen dürft oder müsst? Sulamin. Eigentlich nichts Besonderes, aber ich glaube, ich würde noch mal zu den neuen Rekruten gehen. Den mit den Sammelkarten. Und würde jetzt quasi mit völlig anderem auftreten als bei unserer letzten Begegnung, lächelnd zu dem einen hinschlendern. Seht ihr, es ist alles gut geworden. Sie sind ein bisschen schüchtern, können das nicht ganz deuten, aber wenn du dich dann die ersten 5 Minuten mit Ido unterhältst, wird dann noch die Nervosität dann von ihnen abfallen und du kannst dir nochmal den Fasara Weg erklären. Naja, Sulamin kann ja mit Menschen umgehen, das heißt, sie würde versuchen, ihnen ihre Befangenheit zu nehmen und ihnen sagen, dass sie das richtig gut gemacht haben und dass sie ein Gewinn für die Seeadler sind. Aber mir. Ja, ich würde auf jeden Fall einen Brief aufsetzen an Angroschmina und sie bitten, dem guten Fusakel seinen Wunsch zu erfüllen nach Material. Und ich würde es dem Fusakel überlassen, wann und wo er diesen Brief losschickt, da das immer noch ein Kriegsschiff ist, wahrscheinlich auf Geheimmission ist.
Des Weiteren würde ich auch nochmal technische Zeichnungen anfertigen von dem Entfernungsmessgerät, was ich mir überlegt habe, und von diesem verstärkten Tauen halt. Ja. In deinem Agrimod-Wahn kannst du noch versuchen, dieses Schnurtelefon selber herzustellen. Du hattest ja gesehen, wie es bei Lido Kork aussah, und wenn du das dann machst und dann eben auch spannst, wirst du feststellen, dass es nicht funktioniert, sondern wohl nur ein Phänomen aus der Globule ist. Aber es frustriert dich unglaublich, dass du weißt, dass es funktioniert, aber hier wohl an Bord nicht klappt und wohl beschränkt ist auf diese eine Globule. Voltax. Ja, zum einen würde ich natürlich ganz gerne bei den Alchemisten nochmal ein paar Schwadenbeutel mir holen, weil die sicherlich hilfreich sein könnten, wenn wir in Feindesland unterwegs sind. Jetzt zum Glück super leicht herzustellen, also das auch ohne Probleme hin. Und zum Zweiten würde ich natürlich gern noch an Leadmon, jetzt wo er in unserer Drachenrundengruppe mit drin ist, alles wichtige zwergische Wissen über Drachen an Leadmon weitergeben. Also ihn nochmal ein bisschen unterrichten, ihm verschiedene, naja, vielleicht auch Vorurteile mitgeben, aber naja, was halt so ein Zwerg über einen Drachen weiß und nicht weiß. Ja, von welchen Drachen berichtest du ihm denn? Die vier, die im Rastulswall noch vorhanden sind. Also wir hatten ja diese Karte, diese steinerne Karte bekommen, ja, von den Also nicht, Zwergen, die großen Kaiserdrachen. Nein, nein. Okay. Jetzt erstmal nur um die. Ich spreche hier keine Namen aus, ne? Ja, hätte ja sein können. Ja, genau. Gut. Damit das mit dem Drachenjagd-Kindergeburtstag was wird. Ganz genau. Iserun weiß da noch nichts von, Jalan weiß da noch nichts von und vor allem die Frau von Jalan weiß da noch nichts von, aber alles zu seiner Zeit. Iserun. Ja, Iserun wird sich ihre Zeit aufteilen. Einmal damit die noch verbliebenen Bordmagier in ihren Pflichten zu unterstützen. Und dann wird sie sich auch mit Boltax die Zeit mit Leadmon so ein bisschen teilen, denn sie möchte ihm gerne eine kleine Landeskunde der Tobria und tobrischen Sagenwelt mitgeben. Sie möchte dabei auch darauf eingehen, wie es in der Zeit zur barbaradianischen Invasion und danach war, welchen Adligen man vertrauen kann und welche übergelaufen sind, woran man gute, aufrechte Tobria erkennt und dass man mit denen ruhig gerade heraus reden soll, damit sie einen ernst nehmen. Berichtest du ihnen auch von den übrig gebliebenen Heptarchen? Natürlich, aber ich gehe davon aus, dass er eigentlich schon was über die weiß. Hätte ja sein können, dass du noch dein eigenes Wissen, was ja doch durchaus ein anderes ist, weitergibst. Weil Leodmann wird halt natürlich sehr behütet aufgewachsen sein in Aranien. Und wenn du aus der ersten Hand berichtest und vor allem auch schon mal gegen diese Leute gekämpft hast, ist natürlich ein ganz anderer Blickwinkel als das, was er aus den Büchern kennt. Also wenn Iserun merkt, dass Leadmon da doch eher so nur oberflächliches Buchwissen hat, wird sie da schon noch drauf eingehen, damit er das richtige Bild davon bekommt. Und sie glaubt auch nicht daran, dass er mit Samthandschuhen angefasst werden soll, sondern sie wird dann auch die Gräueltaten, die diese Heptarchen und ihre Handlanger begangen haben, zwar nicht im Detail schildern, aber doch, dass da die Wahrheit, dass der Wahrheit Genüge getan wird. Okay. Jalan steht derweil mit seiner goldenen Hand am Steuer, hat den Platz übernommen, wo die anderen entweder tot sind oder verletzt, und wird dann unter dem Kommando von Sarnin den Hilfssteuermann machen, solange er noch an Bord ist. Rafim. Ja, also zwei Dinge. Einmal würde ich gucken, wie viele Heiltränke man mir damals in die Hand gedrückt hat, damit ich das weiß. Also wir haben uns mal welche gekauft, aber wie viele habe ich bekommen? In Fasar gab es, glaube ich, einen. Ja. Und in Kuntium hatte Abel mir was gekauft? Ich hatte in Kuntium hatten wir, glaube ich, nur einen Astraltrank neu gekauft, den ich gerade verbraucht habe, einen Schlaftrunk und ein Antidot, meines Wissens nach. Dann seid ihr gerade sehr knapp mit Heiltränken. Ja, okay. Dann würde ich nochmal den Alchemisten aufsuchen des Vertrauens. Also irgendwen, den ich finde, der aussieht, als hätte eine lange Robe an und ist kein Magier. Guter Mann. Ja, mein Herr. Mein Herr, gucke weiter.
Ja, Heiltränke. Habt ihr welche über? Oh, auf die Schnelle ein paar C, ja. Kategorie C. Ja, also... Das sind ja diejenigen, die gut schmecken und mit ein bisschen Wasser aufgefüllt sind. Die helfen. Ja, nehme ich auch. Ja, er wühlt mal und findet 1W6 Heiltränke Kategorie C. Dann nehmen wir deinen Wurf. 3. Nehmen wir die 3. Und holt die dann aus einer verbutterten Kiste. Die sind noch ein bisschen ja, glitschig, weil in Butter eingegossen, damit sie nicht kaputt gehen auf der langen Fahrt. Und ja, schmiert dann den Rest Butter irgendwie an seiner Schürze ab. Wunderbar. Hey, die kann ich euch geben. Ich glaube nicht, dass wir die vor Ilse noch brauchen, aber ich glaube, ihr seid als Helden da wesentlich eher darauf angewiesen. Wunderbar. Und ich brauche auch noch Seil. Seil, da müsst ihr euch an Fusakel wenden. Ja. Ich glaube, Magister Abelmir hat vor einem halben Tag mit ihm Seile gespleist. Oh, wunderbar. Ach so, Iserun gehört ja auch zu Magister von Magistra von Spurgesen, ja? Die gehört zu euch? Ja. Die hatte Eulentränen bei euch in Auftrag, also die hatte oft Eulentränen in Auftrag gegeben. Nehmt ihr die gleich mit? Ich weiß nicht, was das ist. Explodiert das, wenn ich das fallen lasse? Nee, reibt euch das einfach nicht in die Augen. Das kriege ich hin. Ja, dann viel Spaß. Gebt das einfach der Magistra. Ja, mach ich. Dann würde ich noch kurz mich umschauen und gucken, ob ich Fusakel finde. Ja, kannst du dann sehen, wie er wohl gerade andere Leute anschreit und wieder alles besser weiß, weil er weiß es halt auch besser. Er Zwerg. Ja, das ist der Prekker. Hilf mir mal. Ja. Ja, du siehst, wie er da wohl wieder weitere Seile auf so einen kleinen Dorn aufgespießt hat. Daneben ein größerer Dorn. Da hat das sowohl Abel mit dran gesehen. Das eine war wohl der Malspieker. Und er steht jetzt aber am Pricker. Was willst du von mir, Großer? Ich brauche Seil. Ich muss noch was festbinden. Du hast doch gerade was in der Hand. Ja, kann ich das mitnehmen? Na gut. Danke. Ich würde das Seil mitnehmen und dann würde ich... Da ist also kein Draht drin, ne? Also falls du von Abelmir kommst, Draht ist da noch nicht drin, ne? Ja, es ist auch ein Seil. Ja, aber Abelmir sagt ja irgendwas von einem Drahtmann. Ja, du darfst Abelmir nicht immer zuhören, das macht ihn nur verrückt. Einmal musst du einfach so tun, als würdest du das Seerauschen hören, wenn er redet und zwischendurch nicken und sagen, aha, interessant Abelmir, das ist ja interessant Abelmir. Ah, so muss ich ihn also verstehen. Sehr gut. Ja, dann klappt das ganz wunderbar. Dann würde ich in unsere Kajüte gehen und wir haben ja eine Kiste mit Diamanten bekommen. Ja, die steht da. Sitzen 5 Katzen gerade drauf und putzen sich. Ja, ich möchte mit Abrichten versuchen, diese Katzen da runter zu bekommen. Ja, würfel mal eine Abrichtenprobe plus 3. Nee, plus 5. Aua. Ah doch, ja, klappt. Sie überlegen, ob sie dich kratzen, aber du kannst sie dann eine nach dem anderen dann auf das Bett von Iserun legen und da hat Iserun wohl gerade ihre Robe hingelegt zum ach, da war wohl ein bisschen Salz drauf und jetzt ist die ganze Robe voller Katzenhaare, oh nein. Oh nein, das war Abelmir, oh nein. Ich würde die Kiste nehmen, sie Mira auf den Rücken stellen und sie mal versuchen, da festzubinden. Ja, Abrichtenprobe hast du mir eben schon gegeben, dass ich nicht nochmal, aber Fesseln und Fesseln will ich haben. Ja, hab ich mir gedacht. Iserun sagt immer, ohne Katzenhaare ist man nicht richtig angezogen. Ja, das sieht doch gut aus. Das hält. Ja, ich würde das Seil dann auch wieder abmachen. Ich wollte nur mal probieren, ob das funktioniert. Wunderbar. Gut. Ja. Und dann würde ich natürlich rausgehen und sagen, Iserun, deine Robe! Das sieht ja schrecklich aus. Aber mir ist gerade rausgelaufen. Ja, deine Robe. Die ganzen Katzen sitzen auf deinen Roben. Ich habe Abelmir noch gesagt, er soll das nicht machen, aber du kennst ihn ja. Oh, dieser Abelmir. Ja, ich würde ihn gar nicht erst darauf ansprechen. Ich würde einfach wütend sein und nichts sagen. Das wird ihm eine Lehre sein. Na, du meinst anschweigen. Ja, genau. Weil Horasier das nicht gut vertragen. Genau. So würde ich das machen. Das wird mir aber schwerfallen.